Lockdown. Schönen guten Tag, mein Name ist Clemens Tönnies. Ich bin Milliardär, Fleischgigant und Schalke-Boss. Und momentan ist Lockdown in Gütersloh, was normalerweise nicht schlimm wäre, aber die Leute sind etwas verärgert. Aber gut, da muss ich mich mal wohl entschuldigen. Bei den Mitbewohnern, aber auch den Mitarbeitern. Auf geht's. Please forgive me. Ich wollte mich auch bei Ihnen entschuldigen für die Unannehmlichkeiten hier in Gütersloh. Ja, dass ich als Clemens Tönnies hier ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, jetzt hier für einen kleinen Lockdown gesorgt habe, ne? Naja, ist halt so, ne? Ja, ja, kann man nichts machen, ne, letztendlich oder so. Was beschäftigt Sie momentan mehr, die Krise bei Schalke oder die Krise bei Tönnies? Ja, Tönnies, weil ich meine Tochter nicht sehen kann, ne? Also, das tut mir leid, letztendlich. Aber ich liebe halt nun mal billiges Fleisch und billige Arbeiter. Das muss man letztendlich so sagen, ne? Kennen Sie mich? Ja. Ja? Ja. Ja, woher? Ja, bei Tönnies, ne? Richtig, ja. Richtig, dachte ich. Chef von Tönnies. Chef von Tönnies, ja. Ist ein bisschen dumm gelaufen gerade, die Situation, ne? Ich meine, was soll ich sagen, ne? Ja. Der Virus kam, sag ich mal, von euch und wir haben es hier nochmal durch die Gegend verbreitet, ne? Ja. Aber komm. Der von Chile. Ich bin Vietnamese. Vietnamesen? Ja. Oh, das ist ja für mich du. Ja, aber in Vietnam gibt es keine Corona. In Vietnam kein Corona? Da sind nur 300 Leute und dann alles okay, keine tot. Ach so? Ja. Ja, das ist gut. Ja, sehr gut. Ja, ich habe gehört, Vietnamesen wäre auch gut. Bei mir ist jetzt ein bisschen die Polen und die Rumänen sind mir weggebrochen unter der Woche. Ja. Wenn Sie Leute kennen, die für kleines Geld arbeiten. Nee. 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 Okay, aber großes Geld will ich nicht ausgeben. Ich will ja selber auch noch was verdienen. Ne? Also in dem Sinne. Ja, nee. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand. Dankeschön, Dankeschön. Bye. Ihnen auch. Ja. Tschüss. Ja. Ciao. Sorry. It's all that you can say. Clemens Tönnies wollte mich entschuldigen für den Lockdown hier in Gütersloh. Ne? Ja, Herr Tönnies, das haben wir uns anders vorgestellt. Ich weiß, fragen Sie mich erst mal. Ne? Wir wissen ja. Jetzt steht Gütersloh wegen sowas in den Schlagzeilen. Ich weiß, ich weiß. Und man merkt ja eigentlich auch kaum Unterschied, ob jetzt Gütersloh offen oder geschlossen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Oder? Kommt ihr aus Gütersloh? Ja, ja. Also, und merkt ihr den Unterschied? Ja, man merkt schon einen Unterschied. Ja. Es ist schon leerer auf der Straße. Kommen Sie morgen mal wieder. Da haben Sie mehr Leute, bei denen Sie sich entschuldigen können. Ja, ja, ich wollte einfach mal gucken, was ist hier. Die Kollegen von der Polizei, ich wink die mal kurz durch. Lass mal nicht mal durch. Sehr sozial. Ja, selbstverständlich. Die sind ja nur wegen mir hier, muss man am Ende des Tages sagen. Ja. Aber ihr was kriegen wir denn als Entschädigung jetzt? Als Entschädigung? Was wollt ihr denn? Sagen wir mal so. Wir wollen kein Schnitzel. Ich nehme 1 Pfund Nackensteak. Ihr seid wirklich so. Ja, bei uns ist ja das Ding, weißt du, billiges Fleisch, billige Arbeiter. Und es reicht ja, wenn einer verdient. Das ist mein Motto. Ja, das ist uns bewusst. Oder mein Lieblingssong, Fleisch ist Fleisch, na, 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 na. Ja? Oh, kannst du uns den mal vorsingen? Fleisch ist Fleisch, na, 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 na. Fleisch ist Fleisch, na, 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 na. Und Sie sind jetzt hier, um sich zu entschuldigen? Ja, was heißt entschuldigen? Ne? Letztendlich ist mir das auch relativ egal. Also in dem Sinne, bleibt gesund, Leute. Ghetto Faust. Ghetto Faust. Bis dann. Viel Spaß in Gütersloh. Danke. Gütersloh hat auch schöne Seiten. Absolut. Das ist aber auch ein Automat in Gütersloh hier. Mal kurz, guck mal bitte auf die Sprachen. Also hier hat man sich schon auf den ein oder anderen Tönnies-Mitarbeiter vorbereitet. Leute, damit sollte ich ja wohl über den Tag kommen, oder? Schlägt Ihre Corona-App auch gerade an? Ich denke, da müssen wir in der Viertelstunde zusammen gucken. Ja, das stimmt allerdings auch schon wieder. Ja, kommen Sie aus Gütersloh? Nein, aus Bielefeld. Bielefeld. Immer schön weiter billiges Fleisch verzehren, weil da das ist das Wichtigste, leben wir alle von. Damit es weitergeht. So sieht es nämlich aus. Billiges Fleisch, billige Mitarbeiter. Es reicht, wenn einer reich ist. Das ist mein Motto. Fleisch ist Fleisch, so ist das Motto. Ja, danke. Alles Gute. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Dankeschön. Ciao. Alles ruhig heute? Ja. Fantastisch. Ja. Lockdown in Gütersloh, es gibt nichts Schöneres. Tut mir leid wegen mir, ne? War ein Fehlerchen von meiner Seite, ehrlich gesagt, muss man sagen. Ja. Oliver. Ja, ich weiß. Hätten wir das gewusst? Ja, hätten wir es vorher gewusst. Ich habe momentan 2 Apps, die machen mir Sorgen. Das ist die Corona-App und die Schalke-App. Das muss man sagen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Haben Sie gerade mal Zeit für ein Foto? Ja, selbstverständlich. Mit dem Herrn Tönnies zusammen. Ja, mit dem Oliver. Ja. Oh, okay. Super. Schenk mir ein Foto von dir. Wir können jeden Mann gebrauchen momentan. Welche Position kannst du spielen? Links außen. Könntest du dir vorstellen, abends links außen, tagsüber ein bisschen Schweinehälften aufschneiden? Mit Mundschutz, ja. Selbstverständlich, bei uns wird Sicherheit groß geschrieben, vor allem wenn wir erwischt werden. Top. Like sorry, like sorry. So, liebe Kollegen, jetzt ist es auch Zeit mal hier hinzugehen, wo
die Kollegen wohnen. Forgive me. Abend. Hallo. Arbeiten Sie auch bei mir? Nein. Nein, zufälligerweise nicht. Ich kenne ja jeden Mitarbeiter persönlich, ihn kannte ich jetzt noch nicht. Ich muss jetzt hier bei den Mitarbeitern mal gute Laune machen. Ne? Hey Petra, hol mein Handy, ich muss jetzt. Ja, selbstverständlich. Petra, hol mal das Handy woher? Ja, Leute, du. Petra, komm mal mit dem Handy hier nach dem Zaun. So, auf jetzt. Wusstest du, dass die hier alle so arbeiten und wohnen und leben? Ja. Natürlich wusste ich das. Ich wusste das. Wie ist das denn? Seit wann ist das denn schon so? Ich bin ja das erste Mal jetzt mit den Mitarbeitern hier am Machen. Das war für mich eine neue Situation, ehrlich gesagt. Ich habe zwei Apps, die schlechte Laune machen. Die Schalke-App und die Corona-App. Wie kannst du auch hier mit dem Schalke-Schal vorbeilaufen? Ich wollte schon die BVB-Fahne gerade auf. Du bist BVB? Aber hallo. Ja, leck mich am Arsch, du. Wahnsinn. Für euch lief es ja ganz gut auch, die Saison. Super. Ja, Derby-Sieger. Glückwunsch. Also. So, an dieser Stelle, falls Sie jetzt zufälligerweise gerade aus Rumänien oder Bulgarien zuschauen, wir könnten Fachkräfte für, ich sag mal, 1,50 die Stunde gebrauchen, die auf kurzem Wege mitmachen bei uns, wenn dann die Produktion auch wieder in zwei Wochen einstartet. Hallo. Hallo, ich bin's, der Chef. Ich habe etwas Verpflegung, hätte ich hier. Wem kann ich das am besten mal geben? So nah war ich ehrlich gesagt wie jetzt hier noch nie an meinen Mitarbeitern ran. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Ne? I have some Tofu and Glücksbärchenwurst, you know, Lucky Wurst. Was ist denn Glücksbärchenwurst auf Rumänisch? Am Czarnati Norokoji. Am Czarnati Norokoji? Nothing? Glücksbärchenwurst, hier. Auch Sojabratwurst? Bratwurst? I have everything. Everything for you. I want to help. I want to help. Everything's good? Yeah, good, good. Good right now? Yeah. Everything's yeah. Good? Yeah. Good. You know Clemens Tönnies? Yeah. I'm the boss. Here I am. Clemens Tönnies, you know? The Milliardär. Golf spielen, jagen in Afrika. You know Clemens Tönnies? Yeah. Me, I'm the boss. Yeah? Yes. I was the one who's for the last year. Yeah. The chef for the last one. Schalke, here, you know? That's me. And I'm here just to give you this, if you want. For you. Okay. If you want. You. You're welcome. It's good. Thank you very much. And all the best. All the best. It's just, it's fresh and everything for you. Okay, you want. Thank you. In Schal? Yeah, me. Du willst in Schalke? Yeah. Leute, Alter, wo ist das Mindeste? Da müssen wir aber auch Schalke, müssen wir ein Schalke-Lied müssen wir dann singen hier. Bitte schön. Thank you very much. Ist ja kein Problem. You like Schalke? You like Schalke? Schalke 0-5. Schalke? You know, this is my team. We don't play very good right now. Schalke 04. Hi, qua. You have more? I have to buy, but no problem. I'm rich. You know, 1.4 billion. Because you work very cheap for me. Yeah, okay, what do you want? You need, what do you want? I bring it to you. What do you need? What do you need? I come back. What do you want? What do you need? Nein, wir Elend und dem Problem der Menschen. Nein, wir machen darauf aufmerksam. Wir machen darauf aufmerksam auf das, was halt passiert. Aber ich finde es nicht wirklich gut, was Sie machen. Ja, das, was Sie machen, finden wir ja auch nicht wirklich gut. Deswegen, das ist ja das Problem. Die Menschen sind hier. Ich helfe denen, ich bringe denen Sachen. Ja, dann bringen sie aber Sachen, aber die Kostümierung hier als Turniers aufzutreten, ja, ist vielleicht nicht ganz zeit- und sachgemäß. Sollten Sie vielleicht mal drüber nachdenken? Ich habe schon drüber nachgedacht, das ist das Gute, deswegen stehe ich hier. Denn ich finde das, wie gesagt, nicht so ganz sach- und zeitgemäß. Ich finde es sehr sach- und zeitgemäß, weil wir über Massentierhaltung, genau. Schlachtereien, Leute, die halt für kleines Geld ausgearbeitet werden, ja, uns mal jetzt unterhalten müssen, ja. Das ist ja ein guter Zeitpunkt. Und wie gesagt, ich fände es toll, wenn Sie mal ganz viel Sachen spenden, die für die Kinder und für die Menschen sind, aus ihrer eigenen Tasche mal bezahlen. Das ist ein gutes Werk. Ja, das ist richtig. Und ich finde es auch gut, wenn Herr Tönnies auch vielleicht die Arbeitsbedingungen grundsätzlich verbessert für Tier und Mensch. Das können Sie in Ihrem Sender, in Ihrer Sendung dann auch ansprechen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Davon gehe ich aus. Also, alles Gute euch.
All the best. You need something? If you want something, I bring it to you. Yeah. Okay. Thank you very much. Stay healthy. All the best for you, okay? Okay. Thank you very much. All the best. Stay good. Bye. It's hard for me to say I'm sorry.